Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Ja Leute, ihr seht, ich bin mal wieder nicht allein. Den Philipp Stiele habt ihr ja letztes Mal schon gesehen im Shopping-Video. Was machst du schon wieder hier? Ja, was mache ich eigentlich hier? Ja, das ist die Frage, was ich hier wieder mache. Ich bin hier, weil wir beide haben ja vor 2 Tagen gepostet, dass wir in Urlaub fahren. Wir zusammen? Ja, unabhängig voneinander, aber jetzt ist raus, wir beide fahren zusammen. Wir machen so einen richtigen Buddy-Kumpels-Urlaub. Kann man sich's noch überlegen? Du nein, nicht. Und ja, unter den Bildern, so, die wir gepostet haben, da ist mir einfach aufgefallen, dass ziemlich viele geschrieben haben, wir wollen mitkommen oder wo fahrt ihr hin oder wie ist es da, ich würde es auch gern sehen. Ja, das hättet ihr wohl gern. Ganz ehrlich, da haben wir uns gedacht, hä? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht, genau. Und dann haben wir einfach mal das Hotel angeschrieben. Also wir planen einen Winterurlaub, mach ich so, ja, jetzt ist es raus, ne? Und wir haben das Hotel angeschrieben, weil ihr einfach geschrieben, hey, ich würde auch voll gern mit und so. Und ja, warum eigentlich nicht? Ich wiederhole das, was du gesagt hast, warum? Repeat, okay. Und wir haben das Hotel gefragt, sag mal, ganz ehrlich, wäre es nicht möglich, dass wir beide jemanden da draußen, also euch da draußen, vielleicht du, genau du, zeig mal auf die Person, vielleicht ist sie es ja. Ja. Dass jemand von euch da draußen mitkommen kann und das Hotel war so cool drauf und hat gesagt, ja klar, selbstverständlich, geben wir eine Person die Möglichkeit, zusammen mit dem besten Freund, Freundin, wem auch immer, zusammen mit euch nach Ischgl zu kommen. Das ja. Heißt, was bedeutet das jetzt genau für euch da draußen? Das bedeutet für euch, dass ihr mit uns zusammen im Dezember, am ersten Wochenende, einfach eine Tour macht nach Ischgl in ein Smart Line Hotel. Das ist so ein Design Hotel, ist ein Wahnsinns Hotel. Gebt mal auf die Facebook-Seite, guckt es euch mal an. Das Ding geht richtig ab. Also wirklich, es ist ein richtig cooles Hotel, richtig schön, die Lage ist perfekt. So, und was machen wir dann? Wir haben einfach nur Spaß. Wir snowboarden zusammen, fahren Ski zusammen, wir gehen in den Club. Ist einfach nur Wahnsinn. Und im Endeffekt machen wir uns einfach eine geile Zeit. Du mit deinem Freund, Freundin, Bruder, Schwester, Tante, Onkel, irgendjemand. Ihr kommt mit und wir lassen es krachen. Ja, kostenlos natürlich. Für euch wird alles bezahlt und ja, ihr wollt natürlich jetzt wissen, was ihr dafür tun müsst. Und zwar relativ einfach. Ihr müsst einfach nur unten in der Infobox, der erste Link, das ist die Facebook-Seite von Mad Lion Hotel, die das Ganze ermöglichen. Also erstmal auch einen Daumen dafür hoch. Aber was ihr machen müsst, ist, geht auf die Seite und liked diese Seite. Wir freuen uns einfach darüber, auch mal was zurückzugeben, so dass wir mit euch zusammen, weißt du, ich spreche immer nur in die Kamera, so im Endeffekt sind Leute und ich will die Leute auch mal sehen. Und ich glaube, genau. Bei dir ist ja auch so, bei Facebook, ja. Man sieht immer Likes und Kommentare. Ja, aber ja. Man hat die Möglichkeit, einfach eine spaßige Zeit zu haben, genau. Und das ist uns wichtig. Das heißt, ihr geht auf die Seite, ihr liked die Seite vom Hotel und ihr schreibt in die Kommentare, warum gerade du mitkommen möchtest. Ja, genau. Ganz einfache Begründung, warum zum Beispiel du hast seit 4 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht und willst mal wieder gern Berge sehen, Skifahren, wie auch immer und ins beste Hotel, was mir jetzt gerade so einfällt für den Winter. Von daher, das ist eigentlich alles easy, oder? Und dann werdet ihr dabei. Ja, also haben wir schon gesagt, dass das erste Wochenende ist über Nikolaus sogar. Über Nikolaus? Das wäre über Nikolaus? Dachte, ja, sogar Nikolaus-Geschenk für euch da draußen. Ich dachte morgen, weiß ich morgen, bist du sicher? Nein, nein, nein. Also die Leute haben jetzt noch, also heute ist Sonntag, ja, so ihr wisst Bescheid. Und ihr habt noch eine Woche Zeit, um Warte mal. Das war doch, nee, ich glaube, das war anders. Ich glaube, es geht schon los, oder? Nein, es geht noch. Nein, die Leute haben jetzt eine Woche Zeit. Nee, warte mal, ich glaube, das war anders. Los. Nein, Philipp, was ist denn mit dir los? Die Leute haben jetzt, nee. Also, pass auf, Leute, ihr habt jetzt eine Woche Zeit bis zum nächsten Sonntag. Schreibt in die Kommentare, warum gerade ihr, besser gesagt du, mitkommen möchtest, schreibt die Begründung rein, wirklich wer kreativ ist, gewinnt auf jeden Fall, wir freuen uns, wir lesen uns alles durch und schreibt doch gerne bei der Seite, Facebook-Seite von Mad Lion, bombt die mal voll, schreibt mal danke für die Aktion, dass ich es cool finde, weil wenn sowas ermöglicht wird, ja, also schreibt ihr gerne mal nach, hey, danke, dass ihr sowas klar macht und grüßt die und grüßt. So, genau, klar machen ist ein gutes Stichwort. Was machst du denn? Ja, kann losgehen. Wohin denn losgehen? Ja, los, ich bin motiviert, wir morgen fahren früh doch geht's erst, los, erstes Dezemberwochenende. Ich habe aber jetzt, guck mal, alles steht bereit, mein Board ist bereit, ich bin angezogen, lass uns einfach losballern. Also der Philipp fährt jetzt schon mal vor und wir sehen uns dann am Anfang. Nein, wir fahren zusammen, aber ich habe so tierisch Bock, Leute, bewerbt euch, macht Hände, lasst krachen irgendwie, das lohnt sich voll, ich finde es eine geile Aktion. Lasst uns dann Spaß haben und Feuer frei. Feuer frei und achso, das wollte ich noch sagen, für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, wo Ischgl ist, ne? Ich habe meinem Kollegen... Ich möchte den, nicht mich, ich möchte den Namen auch gerade nicht erwähnen. Ich habe den so eine Voice irgendwas, hey du, wir fahren nach Ischgl, Skiwochenende und Zuschauer können mit uns dahin und das gewinnen, mega cool. Und hört mal, was er darauf geantwortet hat, weil der wusste nicht genau, irgendwas mit Ischgl. Ah, okay. Urlaub oder was? Urlaub in was? Ischgl? 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 Wo ist das denn, Digga? Ja. Einer von wenigen. Auf jeden Fall heißt Ischgl und Place to Be. Ist Wahnsinn da. Also Leute, mitmachen, Daumen hoch. Wir sehen uns bald. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Bis dann.